Noch ein paar Informationen vom Fachmann sozusagen. Vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg begrüße ich nun Stefan Mittendorf an meiner Seite. Cybermobbing, wie ernst zu nehmen ist es, wie aktuell ist es? Naja, es ist erstens mal sehr aktuell, klar. Und es ist natürlich ernst zu nehmen. Denn es passieren nun Dinge mit dem Cybermobbing, die ich einfach nicht in den Griff habe. Wenn Daten von mir, Bilder, Videos, Aufzeichnungen im Netz sind, dann habe ich es nicht mehr in der Kontrolle. Wenn ich da aufschreibe, toll, ich kann es im Profil betrachten, ich kann vielleicht auch ein gefaktes Profil melden, aber letztlich gibt es keine Sicherheit. Und gerade mal die ganzen Plattformen, die es momentan alle gibt, Facebook, etc., Twitter und da heutzutage an der Tagesordnung ist, das macht umso leckerer das Ganze. Ja, und die jungen Menschen wollen die Plattformen nutzen, man möchte sie vernetzen. Es ist ja eigentlich auch toll, wenn sich junge Menschen vernetzen. Es ist auch, sagen wir mal, die später mal so ein Berufsleben stellen. Nur hat es natürlich auch seine Stolperfallen. Uns geht es einfach auch darum, junge Menschen über diese Stolperfallen aufzuklären. Es ist einfach nicht nur vernetzt gleich gut, sondern vernetzt kann auch mal ein bisschen schlecht sein. Wenn jetzt dann erstmal die Bilder drinnen stehen, die waren jetzt nicht in der Serie oder in dem Film, was jetzt genau, wie es genau ausgeht. Berate ich auch nicht. Ja, nee, aber in der Realität, wie sieht es denn da aus? Ja, in der Realität sieht es natürlich so aus, unter anderem wie es im Film dargestellt ist. Es kann schwächer sein, es kann aber auch stärker sein. Es gibt so ein einfaches Beispiel, wenn sich zwei junge Menschen mit dem Handy so gegenseitig so ein bisschen filmen, das ist noch alles spaßig und das ist auch okay. Und einer oder eine sagt dann, jetzt hör auf. Und genau ab diesem Moment geht eigentlich das Mobbing los. Und wenn man jetzt weiterfilmt, erstens mal darf man es nicht, und wenn man diesen Part dann ins Netz stellt, dann ist eben genau der, der dann eigentlich zum Mobben dient. Ne? Einfach ist dann ins Gästebuch rein und sagen, schau mal, da ist aber schon wieder durchgedreht. Also so ist es, da fängt es im Kleinen an. Das kann man natürlich dann, es gibt extreme Fälle auch. Wie weit geht es denn so? Was sind denn Ihre Erfahrungen? Geht es auch schon mal so weit, dass da irgendjemand zum psychiatrischen Fall wird? Ja, durchaus. Also es gibt natürlich extreme Situationen, die dann auch im Bereich der Sexualität stattfinden. Und das ist natürlich etwas für das Opfer, für den Betroffenen. Das ist unglaublich schwer. Wenn ich zum Beispiel weiß, als Betroffener, es kursieren Sexbilder von mir, pornografische Aufzeichnungen, wie auch immer, im Internet, und ich kriege sie irgendwie nicht raus, ist es nicht greifbar. Weil sowas kann nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die ganze Familie schon sehr existenziell sein. Was kann man dann unternehmen? Wenn sowas dann bekannt wird? Ja, wichtig ist erstmal, dass man aus der Deckung kommt. Das ist ja, wir haben ja das Problem, dass es natürlich eine große Dunkelziffer gibt. Wir raten immer, die Betroffenen sollen zur Polizei gehen, sollen Anzeige erstatten. Wir haben unsere Möglichkeiten, sowas zu ermitteln. Das ist mal einfacher, das ist mal schwieriger. Das ist natürlich immer auch eine Frage, wo müssen wir hin? Bleiben wir im Inland oder ist es dann, steht der Server vielleicht im Ausland? Aber wir haben die Mittel, für uns ist es wichtig, die Leute müssen kommen, die müssen aus der Deckung raus und vor allem nicht denken, naja, es wird schon Gras über die Sache wachsen. Die Denkweise, die führt eben dann meistens nicht zum Ziel. Wie oder wo kann man sich informieren? Wie sollte man rangehen dann? Also wenn jetzt jemand betroffen ist, konkret jetzt nochmal, wo kann man Infos herbringen, wo kann man eine Anlaufstelle finden? Also die erste Anlaufstelle ist für Straftaten die Polizei, das ist ganz klar. Auch die Seiten der Polizei im Netz bieten also eine mannigfaltige Informationsmöglichkeit. Da kann man Broschüren als PDF downloaden. Es gibt sehr viele andere Anbieter, sehr seriöse Anbieter, wo man wirklich tolle Informationen bietet. Das ist die positive Seite vom Netz, denn da kann man sich dann auch zum Positiven informieren und vor allem sehr schnell und tagesaktuell. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich hoffe, dass da jetzt nicht mehr gar so viele Sachen dann vorkommen. Drücken wir uns da mal so in den Griff kriegt. Und ja, gucken wir alle mal den Film an. Okay. Der bestimmt auch sehr lehrreich sein wird. Der wird sehr lehrreich und der wird sehr spannend. Alles klar. Ich bedanke mich. Gern geschehen. Netzangriff, die Krimi-Folge, solltet ihr unbedingt euch anschauen. Ist zu sehen am 26. März im Kinderkanal um 19.30 Uhr. Und ich denke mal,
Es ist bestimmt ein Thema, was wir mal hier durchdiskutieren sollten, liebe Podcast-Freunde. Wenn ihr Erfahrungen habt, wenn es in eurem Umfeld Betroffene gibt, die vielleicht da irgendwo reingeraten sind, lasst es mich doch wissen. Wie denkt ihr drüber, über die ganze Sache? Auf Facebook Promigeflüster eingeben, dann findet ihr das schon. Oder beziehungsweise auf www.promigeflüster.de gibt es auch einen Link zu Facebook. Dort richten wir ein Diskussionsforum ein und ich hoffe, ihr beteiligt euch rege dabei. Dann würde ich jetzt einfach sagen, bis zur nächsten Ausgabe. Alles Gute, alles Schöne und lasst euch wie immer nicht ärgern. Euer Frank Stiller.